Funktionen sind ein Grundbaustein von Programmiersprachen. Ich spreche jetzt über JavaScript, aber was ich sage, gilt auch für Python und für andere Programmiersprachen. Bevor ich sage, was eine Funktion kann und tut und wozu sie dient, musst du wissen, wie du eine Funktion erkennen kannst. Das ist ein Beispiel. Eine Funktion hat einen Namen und Funktionen haben Klammern am Ende. Diese Klammer, das ist das entscheidende Merkmal, an dem du siehst, dass es bei etwas, was in deinem Code steht, dass es sich da um eine Funktion handelt. Hier ist noch ein Beispiel. Manchmal steht in den Klammern etwas drin. Funktionen sind in Programmiersprachen ein bisschen wie die Verben in unserer Sprache. Sie tun etwas. Auf Englisch sagt man Side Effect. Eine Funktion kann Nebenwirkungen haben. Oder sie geben etwas. Auf Englisch heißt das Return, also wie im Tennis, wenn der Ball zurückkommt. Beispiele wären zum Beispiel: ein HTML-Element manipulieren, also dass zum Beispiel in einem HTML-Dokument in einer Liste ein zusätzlicher Listenpunkt erscheint oder dass ein Textabschnitt gelöscht wird. Das wäre eine Nebenwirkung, ein Side-Effekt. Eine Funktion kann auch das Resultat einer Rechnung liefern. Also zum Beispiel die Wurzel aus der Summe von zwei Seiten eines Dreiecks. Und so kann eine Funktion, wenn sie einmal definiert ist, Code stark vereinfachen, weil nicht immer die ganze Rechnung geschrieben werden muss, sondern nur die Funktion aufgerufen werden muss, die dann die Rechnung erledigt. Funktionen können neben der Aufgabe, die sie übernehmen, noch andere Zwecke erfüllen. Zum Beispiel können sie ein Programm effizienter machen. Anstatt das Gleiche mehrmals zu schreiben, kannst du es in eine Funktion verpacken und bei Bedarf aufrufen. Also das heißt, dass du anstatt denselben Abschnitt in deinem Code mehrmals zu wiederholen, den in einer Funktion verpackst und dann rufst du diese Funktion bei Bedarf auf und sparst dann viele Zeilen Code. Funktionen können auch dabei helfen, ein Programm zu gliedern. Anstatt sehr lange Programme zu schreiben, die sehr schwer zu lesen sind, ist es möglich, ganze Abschnitte in Funktionen zu verpacken, die dann nacheinander aufgerufen werden. Das eigentliche Machen, das Bauen einer Funktion geht wie folgt. In JavaScript schreibst du dazu das Schlüsselwort Function. Das ist immer das gleiche. Function bedeutet, jetzt folgt die Definition einer Funktion. Und dann kommt der Name. Diesen Namen kannst du frei wählen. Er darf nicht so heißen wie etwas, was es schon gibt. Aber sonst bist du frei, genau wie bei Variablen. Dann kommt eine Klammer. Und je nachdem steht etwas drin, was das genau ist, darüber sprechen wir noch. Und dann kommen geschweifte Klammern, die einen bestimmten Block definieren. Und was dann im Block drin steht, das ist dann der eigentliche Inhalt. Diese Struktur, das nennt man Funktionsdeklaration. Es kann auch Definition heißen, aber Funktionsdeklaration, das bedeutet,
was es braucht, um eine Funktion herzustellen. Und was in diesen runden Klammern drin steht, dem sagt man Argumente. Und was diese Argumente tun, das sage ich gleich. Und was dann zwischen diesen geschweiften Klammern steht, das heißt Funktionskörper. Das ist die Theorie hinter den Funktionen. Und jetzt folgen einige Beispiele. Zuerst eine Funktion ohne Argument. Die Funktionsdeklaration sieht so aus, hier drei Zeilen, Function und dann der Name say hi und dann eine leere Klammer. Und dann im Funktionskörper drin steht console.log, was natürlich ebenfalls eine Funktion ist, die der Browser schon versteht, also die Deklaration, die macht der Browser selber. Und die Zeichenfolge, die hier als Argument drin steht in console.log, die heißt hi. Also man gibt das Argument hi. Das schreibt die Zeichenfolge hi in die Konsole des Browsers. Also das ist die Deklaration und der eigentliche Aufruf, also die Anwendung im Quelltext, das ist dann nur der Name der Funktion mit dieser geschweiften Klammer dahinter, say hi. Und das Resultat ist, dass in der Konsole die Zeichenfolge hi geschrieben wird. Jedes Mal, wenn ich say hi aufrufe, wird hi in die Konsole geschrieben. Das wäre ein Beispiel für eine Funktion ohne Argumente. Und ich muss sagen, dass das Beispiel nicht besonders gut gewählt ist, weil im Funktionskörper selber wieder eine Funktion verwendet wird mit einem Argument. Das ist ein bisschen ein Widerspruch in sich selber. Eine Funktion mit Argument. Hier die Deklaration Function, das Schlüsselwort, und dann der Name greet. Diese Funktion heißt greet. Und dann ein Argument mit dem Namen name. Und im Funktionskörper wird wieder console.log verwendet, um in die Konsole zu schreiben, um eine Textnachricht in der Browserkonsole erscheinen zu lassen. Und diese Nachricht setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Einerseits eine Zeichenfolge, hello, und zu dieser Zeichenfolge dazu addiert wird dieses Argument. Wenn man Zeichenfolgen addiert, heißt es in JavaScript, dass etwas zusammengeschrieben wird. Der Funktionsaufruf könnte dann so aussehen. Der Name der Funktion, greet, und dann als Argument eine Zeichenfolge, in diesem Fall Greta. Und wenn du jetzt anschaust bei der Deklaration, was hier mit dieser Zeichenfolge Greta passieren könnte, ist es das Folgende. Das Argument, das bei der Deklaration am Anfang in die Klammer geschrieben wird, heißt hier name und das ist wie ein Platzhalter. Und dann im Funktionskörper siehst du, dass dieser Name, dieses name, wird zur Zeichenfolge hello dazu addiert. Und wenn du jetzt schaust, beim Aufruf diese Zeichenfolge Greta, die wird dann ersetzt, dieser Platzhalter wird mit Greta ersetzt und was passiert ist, dass Greta zu hello dazu getan wird. Also die Zeichenfolge hello wird um Greta ergänzt. Und das wird dann in die Konsole geschrieben. Also das Resultat hier in diesem Fall ist, dass hello Greta in die Konsole geschrieben wird. Und wenn ich die Funktion mit dem Argument Otto aufrufe, dann wird Hello Otto in die Konsole geschrieben. Das heißt, eine Funktion kann, man könnte sagen, mit verschiedenen Vorzeichen aufgerufen werden und liefert dann je nachdem ein anderes Resultat. Also hier kann ich ganz viele Namen
nehmen und durch diese Funktion laufen lassen und jedes Mal ändert sich die Begrüßung. Und schließlich noch eine Funktion, nicht mit einer Nebenwirkung wie bisher. Die Nebenwirkung bisher war, dass etwas in die Konsole geschrieben wurde, sondern hier geht es darum, etwas zurückzugeben. In der Deklaration siehst du wieder Function und dann der Name Sum. Und hier jetzt zwei Argumente. Und im Funktionskörper steht Return, also zurückgeben. Und was wird zurückgegeben? Die zwei Argumente werden zusammengezählt. Der Funktionsaufruf könnte so aussehen: Sum und dann als Argumente 4 und 5 als Zahlen. Und was zurückkommt, ist 9. Aber 9 wird nicht in die Konsole geschrieben, sondern 9 wird als Wert innerhalb des Programms zurückgegeben. Das wird nicht sichtbar sein und hat keine Nebenwirkung, sondern kann im Programmcode wieder weiterverwendet werden. Das waren die Beispiele und die Theorie hinter Funktionen. Im nächsten Video werde ich versuchen, einige praxisnahere Anwendungen von Funktionen zu zeigen.